War dein Date mit Luca nicht eigentlich gestern? Nein, ich habe das Date gestern total vergessen. Deswegen haben wir abgemacht, dass ich dich heute abhole, damit wir nicht die letzte Vorstellung verpassen. Genau, ich lass mir doch nicht die letzte Vorstellung entgehen von... der Sache, die wir uns bei der Vorführung ansehen. Ich glaub's nicht, dass sie ihn wieder zeigen. Er war schon albern, als er vor 15 Jahren rauskam. Er kann jetzt nicht besser sein. Oh, Schätzchen, das war sein erster Film. Denk mal an dein erstes Baguette. Das war auch ziemlich schlecht. Der Film ist nicht sehr anspruchsvoll, aber Marinette und ich wollten ihn uns unbedingt zusammen ansehen. Oh, ich weiß, wir gucken Crocodile Heart, Jagged Stones ersten Film. Hattest du es vergessen? Nein, natürlich nicht. Und ich habe gerade auch keine Notfälle zu erledigen. Also komm schon, lass uns gehen. Du bist? Ist es, du bist das Popcorn meines Lebens? Nein, es war der Donut meines Lebens. Natürlich, der Donut veröffentlicht auf dem Kandierter Apfelalbum seine Essensphase. 2 Punkte für dich. 2 Orangensäfte, bitte. Dankeschön. Ich habe noch einen. Ich habe alles aufgegeben. Außer meine Träume. Sehr gut. Noch ein Punkt für dich. Ich habe einen. Meine Gitarre? Ist meine Familie. Vom Allein-Unterwegs-Live-Konzert. Ich liebe diesen Song. Wow, 20 Punkte zu 12. Luca Coffin, du bist offiziell Jagged Stones größter Fan. Und du hast deinen Preis gewonnen. Wow. Jagged war vor ein paar Tagen in der Bäckerei und da habe ich ihn gebeten, es zu signieren. Die Regeln sind klar. Durch dieses Geschenk gibt's eine zweite Runde. Im Mondschein nur du und ich. Im Mondschein nur du und ich. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Ach, ich weiß, das war sein erster Song. Im Mondschein nur du und ich. Küss mich! Okay, ich meine, wenn du das möchtest? Ich denke schon. Ja, ich möchte. Was war das? Bestimmt nur die U-Bahn, die unter dem Kino langfährt. Weißt du, ich habe plötzlich richtig Durst. Ich hol mir ein Wasser. Kagami? Adrien? Euer Fechtunterricht beginnt erst in einer Stunde und Monsieur d'Argencourt ist noch nicht da. Ach, ehrlich? Ich war mir sicher, ich hätte dieses Mal die richtige Zeit aufgeschrieben. Es tut mir leid, aber ihr dürft... ohne Aufsicht nicht in der Schule bleiben. Kein Problem, Monsieur April. Wir kommen in einer Stunde wieder. Was hast du diesmal vor? Der Kunst- und Handwerksraum? Was wollen wir denn hier drin? Ich habe das noch nie jemandem gesagt, aber ich liebe es zu zeichnen. Habe ich schon immer. Zeichnungen lügen nie. Die Posen, die Menschen machen, reflektieren immer ihre Persönlichkeit. Aber meine Mutter erlaubt es mir nicht. Sie meint, ich wäre nicht gut genug. Du bist sehr talentiert, Kagami. Findest du wirklich? Mhm. Steh für mich Modell. Ich möchte dich zeichnen. Und in welcher Pose? In der du dich wohlfühlst. Ich bewundere sehr Toulouse-Lautrec. Ich möchte dich so zeichnen, wie er Menschen gemalt hat. Wie viele japanische Künstler hat er seine Bilder oft mit einem Monogramm unterzeichnet. Das stimmt nicht. Das bist nicht du. Kann ich es sehen? Versuch eine andere Pose. Mhm. Eine schöne Zeichnung von dir zu machen ist leicht, weil du gut aussiehst. Aber ich will dein wahres Inneres einfangen. Nein, immer noch nicht gut. Andere Pose. Mhm. Das sind alles Modelposen. Zeig mir etwas Natürlicheres. Mehr dich. Wie wäre es mit Miau? Ich meine, mit dieser Pose. Nein, du bist gar nicht natürlich. Doch, das bin ich. Versprochen, so bin ich. Nein, so bist du, wenn du lächerlich bist. Was ist, wenn das Lächerliche mein wahres Ich ist? So, das ist dein wahres Ich. Denkst du das ehrlich? Ja, du bist... perfekt. Na? Jetzt findet unser Fechtunterricht wirklich statt. Ich kann mein Geheimnis mit keinem von Ihnen teilen. Ich kann weder meinen engsten Freunden noch meinen Eltern die Wahrheit über irgendetwas sagen. Es ist mein Schicksal, für immer eine riesengroße Lügnerin zu sein. Was soll ich nur tun, Tiki? Ich wünschte, das könnte ich dir sagen. Aber Kwamis verlieben sich nicht. Siehst du, niemand kann mir helfen. Mein Leben als Marinette ist zu kompliziert. Ich sollte einfach nur noch Ladybug sein. Tiki, verwandle mich! Marinette! Marinette! Wow,
seht euch das mal an. Ist das neu? Oh, ist das süß. Eine weitere von Marinettes coolen Kreationen. Sie ist bestimmt auf der Terrasse. Ich hol sie. Worauf wartest du, Shadow Moth? Hier bin ich. Marinette? Verwandle mich zurück. Marinette, was machst du hier? Wir wollten nur mal nach dir sehen. Oh, es sieht aus wie ein richtiges Haus. Man kann das Dach abnehmen, um hineinzugucken. Nein, nicht anfassen. Geh weg. Tut mir leid, Marinette. Bitte verlasst mein Zimmer. Entspann dich, Marinette. Das ist nur ein Puppenhaus. Wir helfen dir. Tut ihr nicht. Bitte geht. Okay, Marinette, irgendwas stimmt nicht. Und wir werden nicht gehen, bis du uns sagst, was es ist. Wir haben unsere Geheimnisse diesem Armband anvertraut. Jetzt bist du dran. Das Einzige, was hier gerade nicht stimmt, seid ihr. Ihr seid immer noch in meinem Zimmer und das ist nicht cool. Wenn wir deine Freundinnen sind, kannst du dich uns anvertrauen. Wahre Freunde lassen einander nie im Stich. Dann will ich euch vielleicht nicht als Freundinnen. Geht raus! Nicht wahr sein. Wie schwer kann es sein, einem Model im Flug eine Rose zu übergeben? Das ist meine Schuld. Ich dachte, ich hätte ein paar Freunde gesehen. Tja, ich sehe niemanden außer einer blöden Taube, die nicht in der Lage ist, das zu tun, was von ihr verlangt wird. Und die aus ganz Paris verbannt wird, wenn sie nicht endlich damit aufhört, die Proben meiner Werbung zu ruinieren. Nein, Marinette. Ich fühle rein gar nichts außer Scham für mich, Adria, und diese lächerliche, demütigende Situation. Ich gehe. Ihr wart einfach zu weit entfernt. Wenn ihr nah beieinander seid, dann wirst du es spüren. Oh, ich habe eine Idee. Sind Sie soweit? Natürlich! Denk dran, Edgar. Wenn Monsieur Roth glücklich ist, redet er mit dem Bürgermeister. Und dann können alle Tauben in Frieden in Paris leben. Action! Marinette, hör auf damit! Das ist vollkommen verrückt! Die Liebe ist verrückt, also denk nicht so viel nach und stürzt dich hinein! Marinette? Edgar! Marinette, was machst du denn hier? Wer, ich? Naja, ich bin hergekommen, um ein bisschen zu spannen. Ich meine, um mich zu entspannen. Und du? Wir proben hier den Dreh einer Werbung. Die Halle sollte eigentlich geschlossen sein. Geschlossen? Alles klar. Deswegen saß niemand an der Kasse. Oh Mann, ich will dich ja nicht abknutschen. Ich meine, abhalten von deinem Job. Deswegen werde ich jetzt gehen. Das ist ein totaler Reinfall, Robert. Das ist nicht meine Schuld, sondern seine. Was fällt Ihnen ein? Edgar ist mein bester Freund, die intelligenteste und loyalste Taube aller Zeiten. Also doch eine Taube. Was? Das ist eine normale Taube? Ramier, wie konnten Sie mich so in das Licht führen? Tut mir leid, Gabriel, ich suche sofort einen Ersatz. Ich kenne einen guten Hai-Trainer. Enttäuschen Sie mich nicht nochmal. Aus dieser Werbung ist ein Fiasko geworden. Aber vielleicht können wir noch unseren Vorteil daraus ziehen, meine Liebste. Sie! Verschwinden Sie hier! Sie sind gefeuert! Aber Sie reden doch mit dem Bürgermeister, ja? Ich werde ihm sagen, dass er diese fliegenden Ratten und Menschen wie Sie aus Paris verbannen soll. Und jetzt raus! Monsieur Ramier, ich habe versagt. Oh. Bob, hi. Du solltest hier sein. Aber natürlich, ich hab's nicht vergessen. Gib mir noch 5 Minuten. Die Probe läuft. Ja, ich weiß, aber... Komm jetzt her. Nicht mal 2 Minuten? Nein, komm her. Na gut, ich bin gleich da. Ja. Sieh dir meinen Sheriffstern an, wie der glänzt. Jeha. Du verhältst dich echt seltsam. Ist alles in Ordnung? Was? Ja, alles bestens. Sieh dir den Sheriff an. Ich meine, den Stern... Wieso hast du das gemacht? Tut mir leid. Warte doch! Und am Ende bedankt sich der kleine Kerl bei Superfry, Camembert Justice und Wonder Potato für seine Rettung und sie weinen gemeinsam. Das ist so lustig. Nein, es ist berührend, Bob. Es ist ein ernster Superheldenfilm. Du bist ein Clown, Harry. Niemand möchte ein Drama von dir sehen. Das wird niemals so viel Geld einbringen wie deine Shows. Ich mach das nicht für das Geld. Als ich klein war,
wollte ich immer ein Superheld sein. Na ja, schreib doch einen Comedy-Sketch darüber. Nein, ich will mein Publikum auf eine neue Art ansprechen. Es träumen lassen, mehr Emotionen in ihnen wecken als nur ein Lachen. Die einzigen Träume, die mir wichtig sind, sind die Träume meines Sparschweins, mit mehr Geld gefüllt zu werden. Vergiss diesen Film, das ist eine blöde Idee. Dein Publikum wartet auf dich. Komiker, den niemand ernst nimmt. Wie witzig und doch so traurig. Zeit, ins Rampenlicht zu treten. Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle ihn! Marinette? Es war ein totales Desaster, der schlimmste Tag meines Lebens. Adrian hat nicht einmal gelacht. Er hält mich jetzt für eine totale Versagerin. Ist Ihr Treffen auch nicht so gut gelaufen? Harry, es ist Zeit! Es tut mir leid, Marinette. Die Show muss weitergehen. Gewöhnliches Bild. Gibt es noch Kuchen? Ich sagte doch, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wieso bist du im Besitz der Mutterschatulle, junge Dame? Wer sind Sie? Das ist Großmeister Suhan, der mächtige Hüter der Miraculous-Schatulle. Aber ich bin die Hüterin der Schatulle. Er war für Sie verantwortlich, bevor es wegen Meister Fu zu diesem Vorfall kam. Wie haben Sie mich gefunden? Die Zepter der Hüter haben einen Kompass. Mit dem kann man die Schatullen jederzeit aufspüren. Das ist unfair. Wieso habe ich kein Zepter gekriegt? Weil du keine wahre Hüterin bist. Das ist alles nur ein Missverständnis und die unsachgemäße Form der Schatulle beweist es. Aber ich verstehe das nicht. Meister Fu hat sie mir anvertraut. Fu? Du meinst Wang Fu, auch bekannt als Hühnerbeinchen? Den Schüler, der unfähig war, einen Tag lang mal nichts zu essen oder 1000 Fingerliegestütze zu machen? Fu hätte kein Hüter werden dürfen. Dieser Nichtsnutz hat die Hoffnung nie erfüllt, die wir in ihn gesetzt haben. Meister Fu hat Fehler gemacht, als er jung war. Aber er hat die Schatulle jahrelang tapfer beschützt. Er hat sich sogar selbst geopfert und sein Gedächtnis gelöscht, um uns zu retten. Und jetzt ist er ein fantastischer Maler. Du meinst, dieser alte Mann ist Hühnerbeinchen? Sekunde. Ein paar Kwamis fehlen. Als ich die Schatulle bekam, hatte Meister Fu schon Noro, Dusu und ihre Miraculous, den Schmetterling und den Pfau verloren. Er hat auch ein paar Miraculous verloren? Er ist noch inkompetenter, als ich dachte. Plague! Junge Dame, wo ist Plague? Das weiß ich. Cat Noir ist sein Besitzer. Und wer ist Cat Noir? Tja, keine Ahnung. Wir sollen doch unsere Identität geheim halten. Also, das ist die moderne Welt. Beschützt von ein paar leichtsinnigen Narren. Hüter dürfen niemals Miraculous tragen. Ein paar Miraculous fehlen und Plague fliegt frei herum? Das war das Ende für Dinosaurier und Drachen. Findet das niemand beunruhigend? Jetzt reicht es. Na los, Kwamis, zurück in die Schatulle mit euch. Was machen Sie da? Ich erinnere dich mal an ein paar der wichtigen Regeln, die du gebrochen hast. Regel Nummer 14. Kwamis dürfen nicht außerhalb der Schatulle leben. Regel 52. Hüter dürfen niemals ein Miraculous verlieren. Regel 133. Ein Hüter darf unter keinerlei Umständen jemals ein Miraculous tragen. Aber Meister Fu hat selbst eins getragen. Natürlich. Das bestätigt, was ich die ganze Zeit sage. Weder du noch Fu seid der Rolle des Hüters gewachsen. Denn keiner von euch hat die wichtigen Regeln unseres Ordens respektiert. Ganz zu schweigen davon, dass kein Kind Besitzer von Kwamis sein sollte. Sie sind äußerst mächtige kosmische Wesen. Es ist wichtig, dass man sie kontrollieren kann. Und dazu bist du ganz offensichtlich nicht imstande. Zoe wird Dupa Chengs Macaron gleich in die Seine werfen. Es wird spektakulär. Komm, ich stell dich ein vor. Leute, das ist Zoe. Sie ist aus New York hergekommen. Hi. Hi. Hallo. Es tut mir leid wegen heute. Ich dachte, wenn ich alles tue, was Chloe will, dann akzeptiert sie mich.
Ich wollte nur die Erwartungen meiner Familie erfüllen. Deswegen habe ich New York überhaupt verlassen. Auf dem Internat spielte ich nur eine Rolle. Jemand anderen, in der Hoffnung, dass sie mich akzeptieren. Aber am Ende konnte ich einfach nicht mehr. Dann haben sich alle gegen mich gewandt. Eines Tages waren Kakerlaken in meinem Spind. Alle sagten, ich wäre eine Loserin. Vielleicht hatten sie recht. Ich weiß, ich bin anders. Und ich verstehe, wenn ihr mich nicht als Freundin wollt. Wir sind eine große, glückliche Familie. Es wird dir bei uns gefallen. Du musst hier nie wieder weg, Zoe. Willkommen in Paris. Moment, Moment, was tut sie da? Ist die nicht, du wirst mit ihrer Lahmheit infiziert. Na los, feuer sie! Papa, sag ihr, sie soll mir sofort meine Schuhe zurückgeben. Und ich schlage vor, dass sie umgehend nach New York zurückfliegt, so wie sie hergekommen ist. Natürlich, natürlich. Allerdings... Gibt es ein Problem, André? Naja, ich meine, es muss sehr viel Papierkram erledigt werden, um sie bei einem anderen Internat anzumelden. Das würde Monate dauern. Vielleicht können wir sie ja einfach woanders unterbringen. Im Keller? Tolle Idee, im Keller. Ginge auch ein Zimmer im anderen Flügel des Hotels. Es muss kleiner sein als meins. Natürlich, winzig klein. Kaum so groß wie eine Junior-Suite. Und sorge dafür, dass ich ihr nie wieder über den Weg laufe. Sie wird nur noch den Personalaufzug nehmen. Danke. Versprich mir, dass du deine ganzen Träume nicht so lange wegschließt. Ich verspreche es. Komm schon. Du wirst dein neues Zimmer lieben. Ach. Zoe hat mir geschrieben. Danke für alles. Du hast recht. Ich kann hier ich selbst sein. Denn du und die anderen werdet immer für mich da sein. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich zu Hause. Harmonischer Wind! Ich hab euch vom Bösen befreit! Wieso hast du sie geweckt, Kreatika? Die Menschen haben den Planeten zerstört. Sie verdienen es, nicht wach zu sein. Ha! Du liegst falsch, Destroyer. Jeder dieser Menschen trägt die Hoffnung einer besseren Welt in sich. Du bist genau wie sie. Ich hasse dich. Du hasst mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun, auch wenn die ganze Welt dich hasst. Schwester. Ohne mich gedreht wird. Wo ist mein Affe? Und was macht meine Halbschwester in meinem Film? Man hat mich überzeugt, mir die erste Szene anzusehen. Ich fand sie sehr ergreifend und Adrien ist darin außergewöhnlich. Deswegen finanziere ich den Film auf Grundlage des ursprünglichen Drehbuchs. Papa! Wie ich schon sagte, Kleine, beim Filmemachen geht's nur um Kompromisse. Entschuldige, Chloe, war im Interesse des Films. Oh, lächerlich! Äußerst lächerlich! Aber vor allem ist es im Interesse meines Plans. Chloe ist immer eine erstklassige Quelle der Inspiration. Noro, Dusu, vereint euch! Hey, warte! Adrien, Sherry, lieb von dir, dass du mich trösten willst, aber mir geht's gut. Ich werde mich rächen und Zoe zurück nach New York schicken. Eigentlich wollte ich vorschlagen, dass du dich bei allen entschuldigst. Hast du Fieber? Sie haben meinen Film ruiniert! Es war nie nur dein Film, Chloe, es war der Gruppe. Du hast mir versprochen, du hörst auf, immer so gemein zu allen zu sein. Und ich habe dich gewarnt, dass wir sonst keine Freunde mehr sein können. Du bist genauso lächerlich wie der Film, das war's! Du bist nicht mehr mein Adrien, Sherry, du bist Adrien Niemand! Heute Nacht, Emily, werden sich unsere Ringe wieder vereinen. Ich habe deine Schwester und Felix eingeladen. Und ich bin fest entschlossen, mir zurückzuholen, was er mir gestohlen hat. Die Miraculous sind magische Juwelen, die Superhelden ihre Kräfte verleihen, wie zum Beispiel Ladybugs Ohrringe oder Cat Noirs Ring. Aber der Superschurke Shadow Moth hat auch zwei Miraculous-Broschen in seinem Besitz, die ihm seine Kräfte verleihen. Daher wissen wir, dass ein Miraculous entweder Superhelden oder Superschurken erschaffen kann. Es hängt davon ab, wer es trägt. Deswegen dürfen diese Juwelen nicht in die Hände von irgendwem geraten.
Das war's für heute. Aber wir sehen uns bald wieder. Bleibt dran. Ich hoffe, dass wir ein paar Superhelden sehen, während wir in Paris sind, Maman. Das wäre doch sehr aufregend, nicht wahr, Schatz? Ja? Vielen Dank, Adria. Mein Vater möchte nicht, dass ich meine Freunde heute Abend einlade. Aber es werden doch ein paar Teenager hier sein, wie Chloe und Kagami. Ja, aber nur, weil ihre Eltern Mitglieder des Clubs sind. Diese Clubmitglieder sind die einflussreichsten Menschen von Paris. Sie sind sehr wichtig für deinen Vater, Adrien. Und meine Freunde sind mir sehr wichtig. Adrien, kannst du uns einen Moment allein lassen? Ja, Vater. Ohne deine Hilfe ist es wirklich nicht einfach, Nathalie. Mir ist jetzt klar, dass dich so schnell niemand ersetzen kann. Du denkst doch nicht daran, die Party abzusagen, oder? Das geht nicht. Die Clubmitglieder würden es nicht verstehen. Außerdem werden Felix und Amelie hierher kommen. Ich habe dir eine Liste für heute Abend vorbereitet. Du musst nur den Anweisungen folgen. Das Wichtigste ist rot markiert. Überprüfe das Personal und auch, dass bei den Robotern das richtige Programm eingestellt ist und stell die Handystörsender an, damit die Party privat bleibt. Hast du schon gegessen? Nein. Vielen Dank. Du warst heute unglaublich mutig, Mylène. Du solltest stolz auf dich sein. Mach's gut. Dank deiner Verbündeten hast du mir heute den Sieg weggenommen, Ladybug. Aber ich bereite mich schon auf den nächsten Kampf vor. Und nächstes Mal werde ich der Sieger sein. Pariser, ich habe die Stimmen unserer jungen Mitmenschen gehört. Sie sind unsere Zukunft. Eine Zukunft, in der der Place de Vosges bleibt und die Bäume weiterhin unsere Luft säubern. Ja! Die Schaufel ist in gutem Zustand und wird von einem Erwachsenen bedient, der die Gebrauchsanweisung gelesen hat. Sie können anfangen. Im Namen Ihrer Wähler, Monsieur Le Maire, danke ich Ihnen für die weise Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich habe nur getan, was richtig ist, Madame Bustier. Glückwunsch, Mylène. Du und Ivan habt gewonnen. Wir haben alle gemeinsam gewonnen. Du liebe Zeit, es ist gar nicht so leicht, einen Baum zu pflanzen. Wir helfen Ihnen, Monsieur Le Maire. Gut, dass uns die Augen geöffnet wurden, auch wenn du umwerfend in dieser Werbung warst. Was hast du gesagt? Ich habe nur gesagt, dass es gut ist, dass wir alle auf die komplexen Probleme hingewiesen wurden, die sich hinter dieser wundervollen Werbung verstecken. Ja, genau, das habe ich davor gesagt. Adrien, du hast dich heute gegen mich gestellt. Ich habe mich nicht gegen dich gestellt, Vater, sondern gegen ein Projekt, bei dem mir meine Freunde klargemacht haben, dass es schlecht für den Planeten ist. Adrien, geh in dein Zimmer. Jawohl, Vater. Bleib stehen und kein Mucks, okay? Ich regel das. Julika, geht es dir gut? Du willst allein sein. Das verstehe ich. Huh? Alles okay. Sie haben Julika. Sie ist im Heizungsraum. Im Heizungsraum? Es tut mir so leid. Ich bin die schlimmste Klassensprecherin aller Zeiten. Aber ich verstehe es nicht. Habe ich was gesagt, das dich traurig macht? Ich bin großartig. Wieso wegen Ros? Ich wollte sagen. Oh, nicht nötig. Es geht dir gut. Sie ruht sich im Krankenzimmer etwas aus. Julika, du kannst uns alles sagen. Wir sind deine Freunde. Ich verspreche dir, wir erzählen es nicht weiter. Ros ist gar nicht mehr hier? Sie ist im Krankenhaus? Ja, ich. Und warum? Sie war krank, als sie klein war. Oh. Sie war krank, als sie klein war? Aber jetzt nicht mehr, oder? Es kann jederzeit wiederkommen. Das hat keiner von uns geahnt. Sie ist immer so fröhlich. Ich muss ihr versprechen, es auch nie sagen. Oh, du musst es versprechen, es uns nicht zu sagen. Dann verrate ihr nicht, dass sie so getan haben. Keine Sorge, Julika. Wir werden sie nicht anders behandeln oder sowas. Rose wird nicht erfahren, dass du es uns gesagt hast. Ich überschreibe schon meine Gesprächssoftware, damit es später keine Verweise auf diese bedauerliche Geschichte gibt. Selbst wenn mich ein Zombie-Delfin beißt, der die Kontrolle über mein Gehirn übernimmt, werde ich nichts sagen. Nie und nimmer. Fühl dich nicht schlecht, weil du es uns gesagt hast. Du hast es lange für dich behalten, aber das Geheimnis ist zu groß für einen allein. Danke. Dafür sind Freunde da. Rose vertraut dir und du kannst uns vertrauen. Wir werden nichts sagen, aber wir wissen jetzt, was du durchmachst und können dir helfen, wenn du uns brauchst.
Jelika, hey! Psst! Psst, Jelika! Eine sprechende Mülltonne, cool. Nein, Jelika, ich bin's. Ich habe ja gesagt, ich komme zu deinem Geburtstag. Ich dachte, ich krieg das mit Luca hin, aber... Oh, es tut mir leid, das zu fragen, aber könntest du dafür sorgen, dass Luca nicht da ist? Ich weiß, es ist doch sein Geburtstag, aber es wäre kein schöner Geburtstag, wenn das Mädchen da ist, das ihm das Herz gebrochen hat, oder? Ich würde zu Hause bleiben, wenn ich könnte, aber Aya lässt mich nicht. Ich fühle mich schrecklich, weil Luca unglücklich ist und er meinetwegen akkumatisiert wurde. Ich glaube, ich kann ihm nie wieder in die Augen sehen und... Ich versuche es. Wirklich? Du redest mit ihm, oh Jelika, du bist die Beste! Hey, ich würde am Samstag gerne eine Party hier auf dem Boot machen. Tolle Idee. Und ehrlich gesagt auch mit Marinette. Marinette kommt auch? Wow, da bin ich erleichtert. Ich dachte, sie geht mir aus dem Weg. Das ist cool, ehrlich, total cool. Gibt's noch was anderes? Nein, nein. Jelika, ich kenne den Blick. Du hältst da drinnen etwas zurück, das dringend mal raus muss. Papa? Luca! Hey, mein Sohn, wie läuft's so? Rock'n'Roll! Hey! Bereit für den Akkord des Tages, mein Sohn? Der verminderte D7, den habe ich in all meinen Balladen verwendet. Check it's dumm! Du tu nicht gut! Blinde Passagiere gibt's bei mir nicht. Ich will, dass du mein Haus auf der Stelle verlässt! Hey, Onaka, Rock'n'Roll! Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich war so unauffällig. Bitte? Dein Tourbus steht da draußen, du One-Hit-Wonder. Nonaki, ich bin hier, um meinem Sohn den verminderten D7 beizubringen. Es ist schön, dass du eine Bindung zu deinen Kindern herstellen willst. Aber niemand setzt einen Fuß auf mein Hausboot ohne die Erlaubnis der Kapitänin. Und die Kapitänin bin ich. Gut, wenn das so ist, Mama, erlaubst du, dass Papa am Samstag zu unserem Geburtstag kommt? Jelika schmeißt eine Party. Hey, Jelika, Rock'n'Roll. Ich hab dich da gar nicht gesehen. Jelika, willst du wirklich, dass dieser alte Pirat zu deinem Geburtstag kommt? Ja. Super, dann bis Samstag. Rock'n'Roll. Alles gut, Jelika? Luca wird da sein, oder? Alles gut, Jelika? Luca wird nicht da sein, oder? Ich freue mich so, dass alle da sein werden. Ich wette, ich bin schneller oben als der Fahrstuhl. Max, stopp die Zeit. Fertig, los. Fahrstühle sind perfekt, um seinem heimlichen Schwarm näher zu kommen. Was? Nein! Was ist, wenn wir uns aus Versehen berühren? Ich will nichts überstürzen, okay? Ja! Piu, 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 piu! Wenn sie nicht sofort anfangen zu filmen, sind sie gefeuert. Aber wir müssen auf Alec warten. Er ist der Moderator. Lächerlich. Äußerst lächerlich. Optigami ist platziert. Ladybug hat keine Ahnung, dass ihre Niederlage auf Film festgehalten wird. Das ist das Sahnehäubchen. Ja! Oh, komm schon! Hey, was ist das? Cynthia Leck, du bist dran. Ja, zu Befehl, Shadow Moth. Wird aber auch Zeit. Los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich verspreche, das Warten war es wert. Mesdames et Messieurs, willkommen in den veralteten Räumen des Style Queen Magazins. Sie sind fast so veraltet wie Audrey Bourgeois persönlich. Sieh an, hat die Königin der Klamotten etwa ihre Stimme verloren? Zu schade, sie hätte euch sagen können, dass diese Awardverleihung manipuliert ist. Tut mir leid, Kleiner. Das ist falsch, äußerst falsch. Hört nicht auf ihn. Wie können Sie es wagen? Sie gefeuert? Sind... Gefeuert? Zu spät, sie haben sich schon äußerst lächerlich gemacht.
Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle erneut diese wunderbar gemeine Königin. Hi, Trix. Ja, niemand darf von Trix wissen. Es ist ein Geheimnis. Ehrlich? Und wieso ist es so ein Geheimnis, Ladybug? Ladybug? Wieso nennst du mich Ladybug? Ich bin nicht Ladybug, ich bin Marinette, ein normales Mädchen mit einem normalen Leben. Marinette, jeder weiß, dass du Ladybug bist. Du hältst uns immer einen Vortrag, bla bla bla, halt deine Identität geheim, bla bla bla, sonst kriegst du kein Miraculous. Ich wäre eine viel bessere Ladybug. Als Hüterin bist du auch lächerlich, äußerst lächerlich. Ja, was macht sie hier bei dir zu Hause? Danke fürs Kommen, Shadow Moth. Ich danke dir dafür, dass du Ladybugs Identität enthüllt hast, Alia. Dank dir gehört die Miraculous Schatulle endlich mir. Alia? Das ist unmöglich! Tiki, verwandle mich! Tiki, du hättest Alia nicht vertrauen dürfen, Marinette. Sie ist positiv, Milady. Da wir nun keine Geheimnisse mehr haben, können wir heiraten. Das ist ein Albtraum! Wenn du möchtest, dass er aufhört, musst du mir einfach nur dein Miraculous geben. Hättest du mich bloß nicht bei Alia gelassen? Tiki, ich hätte Trix niemals bei Alia lassen dürfen. Wovon redest du denn da, Marinette? Ich hatte einen Albtraum, er war furchtbar. Alia hat allen alles erzählt und Shadow Moth hatte die Miraculous-Schatulle. Das war nur ein Albtraum. Das würde nie wirklich passieren. Alia ist eine loyale Freundin. Alia schon, aber ihr Kwame Trix stellt immer Unsinn an, wenn er frei herumfliegt. Naja, die Loch Ness-Monster-Illusion war schon lustig, oder? Psst. Wieso habe ich das nur gemacht? Ich kann kein Miraculous bei Alia lassen. Marinette, warte! Marinette, es ist schon fast Mittag und du trägst noch... meinen Schlafanzug. Ich weiß, ich muss nur ganz schnell zu Alia und was wiederholen. Wo ist das Ding nur hin? Komm schon, Nora. Wenn ich ihn finde, erlebt er meinen Roundhouse-Kick. Hm. Wer als Erster das haarige Tierchen findet, darf's behalten. Ja! Ich glaub's einfach nicht. Es ist, als käme dieses kleine Monster durch Wände. Sie alle wissen es, du. Du hast es ihm gesagt. Das musste ich. Schließlich habe ich ihn verloren. Stell dir vor, ihm läuft jemand über den Weg oder er flieht von hier. Du hast ihn verloren? Ja, und? Jeder verliert ab und zu mal was. Du kannst mir gerne suchen helfen. Bleib zum Essen, Marinette. Ich würde gern wissen, wie dir mein Colombo schmeckt, okay? Marinette? Oh, Adrien! Ist ja ein Ding, dich hier zu sehen. Und du siehst traurig aus, das ist gut. Ich meine, nein, es ist traurig, dass du traurig bist, aber ich war gerade shoppen und deswegen habe ich hier rein zufällig genau das Richtige dabei, um dein Lächeln zurückzubringen. Also, für dich. Danke. Wow, ich habe immer von einem Hamster geträumt. Woher weißt du, dass das mein Lieblingstier ist? Du liest mein Herz wie niemand sonst, Marinette. Das liegt daran, weil ich dich liebe, Adria. Wenn das so ist, weißt du sicher, was sich mein Herz jetzt mehr wünscht als alles andere? Nein, was? Eine Töpferscheibe. Ah! Nein, das war nur für den Fall, dass sie den Film wieder zeigen, wo... vergiss es. Das war nicht genau das Richtige für dich. Oh, wie schade. Ein cooles Geschenk wie das könnte hilfreich sein. Es ist weder cool noch hilfreich. Und die Mülltonne ist der richtige Ort für ein nutzloses Geschenk, das du vergessen solltest. Der Mülleimer, richtig. Ich muss los. Mach's gut, Marinette. Oh, ich hab schon wieder alles vermasselt. Ich möchte mit dir reden, Adrien. Wie du wünschst, Vater. Ist alles in Ordnung? Ja, Vater. Ah, gut. Adrien, seit deine Mutter verschwunden ist, wirke ich vielleicht distanziert, aber... Das nehme ich dir nicht übel, Vater. Ich will nur, dass du weißt, wenn es nötig für dich sein sollte, kannst du mit mir reden. Wenn es nötig wäre, würde ich es tun. Wow, dein Vater hat drei ganze Sätze gesagt. All diese warmen Gefühle, genug, um ein Raclette-Leib zu schmelzen. Oh, Raclette-Käse, eine gute Idee. Ich will nicht wie mein Vater sein, gefangen in Erinnerung an alte Zeiten. Plek, verwandle mich! Hm.
Star Train Nummer 6966 nach London fährt gleich ab. Treten Sie vom Bahnsteig zurück. Marinette, versuch nicht wegzulaufen. Ich weiß, meine Schwester kann schwierig sein, aber wenn ich meine ganze Kindheit mit ihr überstanden habe, überstehst du ein Wochenende. Maman, ich brauche nur eine Umarmung von Alia. Sie ist doch meine beste Freundin. Na schön, aber beeil dich. Der Zug fährt jeden Moment los. Ich denke, wir haben keine Wahl, Tiki. Es wird alles gut, Marinette. Du kannst nicht weg. Was, wenn ein Superschurke auftaucht und du in London bist? Tja, dann machen wir das. Was soll ich denn damit anstellen? Wenn alles gut läuft, gar nichts. Ansonsten wirst du Ladybug und vergiss nicht, die Kwamis zu füttern. Star Train Nummer 6966 nach London fährt gleich ab. Treten Sie vom Bahnsteig zurück. Ruf an, wenn es ein Problem gibt. Hallöchen, Kwamis. Dieses Wochenende werde ich Ladybug sein. Ich schaffe es auch allein, dir zu helfen, Paris zu beschützen. So ist es einfach sicherer, Trix. Ich kann nicht Ladybug sein. Ha, siehst du? Marinette ist Ladybug. Ich brauche einen anderen Superheldennamen wie Captain Bug oder Wonder Bug. Nein, noch besser, Super Bug. Oh, wow, super Name, Superbug. Jetzt musst du nur noch super vorsichtig sein, alles super geheim halten, super ernst nehmen und darfst nicht super versauen. Marinette ist nicht nur Ladybug, Alia. Sie ist auch die Hüterin der Miraculous. Und wenn die Hüterin dir vertraut, hast du, was nötig ist, um das hinzukriegen. Nee. Du hast recht, Tiki, wir schaffen das. Aber das müssen wir nicht, weil dieses Wochenende ruhig verläuft. Ja, na klar. Und zwar super ruhig. Okay, ich krieg das hin. Geht's deiner Mutter gut? Meiner Mutter? Oh, ja, natürlich. Meiner Mutter geht es super gut. Sie wollte mir nur etwas super Unspannendes geben. Und das war... Alix, alles gut? Keine negativen Emotionen? Ihr geht's gut. Aber wegen der Emotionen, guck doch mal nach Kim. Der hat verloren. Wie fühlst du dich, Kim? Nicht zu traurig? Ich hab noch nicht verloren. Das Rennen besteht aus 3 Runden. Max, Markov, bereit? Klasse! Aber denk dran, es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Die Hauptsache ist, ihr verletzt euch nicht und werdet nicht wütend. Ist wirklich alles okay? Ja, es ist alles super. Meiner Mutter geht super gut. Und da es hier auch bei allen super läuft, ist einfach alles super. Was ist mit dir? Geht's dir gut? Mir geht's super, denke ich. Profi-Tipp 33. Wenn Cat Noir einen Witz erzählt, versucht darüber zu lachen, dann freut er sich. Wir können zusammen essen, aber wir müssen nicht zum Dessert bleiben. Wir bringen Dessert mit. Das heißt aber nicht, dass wir es essen müssen. Wir lassen es bei deiner Schwester und gehen ins Museum. Nur wir drei. Sie geht sowieso nicht gerne ins Museum. Sie isst auch nicht gerne Kuchen. Profi-Tipp 34. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe, Nino anzulügen. Wir sagen uns alles und... Es ist zu spät, um einen Rückzieher zu machen. Denk einfach, es ist nicht Lügen, sondern eher, man lügt seinen Freund nicht an. Wenn Nino das rausfindet, vertraut er mir nie wieder. Ich musste sehr lange meine allerbeste Freundin belügen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mädchen! Wie wär's mit einer Runde Ultimate Mecha Strike 23? Tut mir leid, aber wir machen Hausaufgaben. Schon wieder? Eure Lehrer geben euch aber viele Hausaufgaben. Siehst du? Meine Eltern muss ich immer noch belügen. Ich habe ewig nichts mit Papa gemacht, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen unsere Superheldengeheimnisse schützen. Na schön, ich sage es ihm. Da will jemand Super Pinguino spielen. Wir müssen erst noch über etwas reden. Was ist? Ich kann das nicht. Es ist zu schwer. Du machst mir langsam Angst. Wenn ich es sage, könnte es was zwischen uns ändern. Oh nein, sag es nicht. Alles nur das nicht. Alles nur nicht was? Du liebst mich nicht mehr. Was? Nein, natürlich tue ich das. Was ist es dann? Nino, es geht um unsere Superheldengeheimnisse. Ladybug und ich haben uns unterhalten und... Okay, ich bin nicht mehr länger Rena Rouge. Ladybug wird mir nie wieder ein Miraculous geben. Sie denkt, es ist zu gefährlich geworden. Jetzt ergibt das alles Sinn. Es war so komisch, dass du letztes Mal nicht dabei warst. Tja, das ist natürlich wirklich schade, aber wenn Ladybug denkt, es ist besser für dich. Wieso hattest du Angst, mir das zu sagen? Wir können uns alles anvertrauen und das wird sich niemals ändern. Ja, wir können uns alles anvertrauen. Stimmt was nicht, Adria? Ich war bei jedem Stand der Pariser Berufsexpo. Und ich weiß dennoch nicht, was ich tun will. Wenn ich es nicht rausfinde, wird mein Vater wieder mal für mich entscheiden.
Ich hatte schon das Gefühl, dass das Model nicht deine innere Musik ist. Ich dachte, es wäre einfach so, dass ich zufrieden wäre, das zu tun, was mein Vater sagt. So wie du, Luca, du bist Musiker, genau wie dein Vater. Oder wie du, Marinette, du wolltest schon immer Modedesignerin werden. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Ich will kein Rockstar sein wie mein Vater. Ich mache Musik, weil es einfach in meiner Natur liegt. Was ich will, ist, die Menschen dazu zu bringen, diese Musik zu fühlen. Deswegen möchte ich Saiteninstrumente bauen, damit andere damit Emotionen erschaffen können. Ich möchte immer neue Sachen ausprobieren. Aber die Sachen, die ich tun möchte, die ich vergesse zu tun und die ich tun muss, das ist viel. Ich bin durcheinander. Mein Vater plant alles für mich. Aber wenn ich mir überlege, was ich wirklich tun möchte, nichts. Mein Kopf ist komplett leer. Ich fühle mich vollkommen verloren. Es gibt nicht nur einen Weg, Marinette oder Adrien zu werden. Um rauszufinden, wer ihr seid, müsst ihr lernen, auf eure innere Melodie zu hören. Marinette, im Moment ist deine innere Musik wie eine Blaskapelle, in der jedes Instrument ein anderes Lied spielt. Kein Wunder, dass du durcheinander bist. Aber wenn man etwas genauer hinhört, ist die Musik deiner Band wirklich wunderschön. Du brauchst einfach Zeit, um sie zu verstehen. Deine Musik, Adrien, klingt, als würde sie von jemandem gedämpft, der ein trauriges Klavierstück spielt. Aber deine wahre Melodie ist eine fröhliche, sogar ziemlich Rock'n'Roll. Ihr beide findet vielleicht, was schon vor euch liegt, aber ihr hört es noch nicht deutlich. Lasst die Melodie einfach fließen. Wieso ist alles so furchtbar kompliziert geworden? Die überwältigende Verwirrung eines Großvaters, der mit der Komplexität unserer modernen Welt konfrontiert wird. Wie schwer ist es, sich anzupassen, vor allem, wenn man in der Vergangenheit feststeckt. Flieg los, mein kleiner Akuma, und hilf ihm, diese viel zu komplizierte Welt zu vereinfachen. Unravelder. Ich bin Shadow Moth. Unravelder, was ist das denn für ein komplizierter Name? Na gut, Dr. Obsolete? Ich bin kein Doktor. Wie wär's mit Simple Man? Ist der in Ordnung? Na also, der ist einfach. Alles klar, Simple Man. Ladybug und Cat Noir machen auch mein Leben komplizierter. Und deswegen verleihe ich dir die Macht, alles auf der Welt zu vereinfachen. Ah, das habe ich verstanden. Oh nein, Grand Père Roland! Du wurdest unseren Wegen akkumatisiert? Keine Sorge, Kinder, ihr seid nicht das Problem. Das Problem ist die Welt um euch herum. Ich werde euch zeigen, wie viel besser das Leben ist, wenn alles einfacher ist. Und vergiss nicht die einfachste Mission von allen. Bring mir Ladybugs und Cat Noir's Miraculous. Kinderspiel! Ein Schlag mit diesem Brotschieber und jeder wird getroffen, ob Superheld oder nicht. Nein, warte! Da, einfach auf! Gesetz ist Gesetz. Ihr verwechselt das Gesetz mit Gerechtigkeit. Integrität ohne Intelligenz ist einfach nur blinde Ignoranz. General, starten Sie Operation Schmetterlingsnetz. Ja. So viel zu meiner guten Idee. Zurück zur üblichen Vorgehensweise. Wir klauen irgendwie die Handschellen und zerstören sie. Ganz genau. Glücksbringer! Eine Strahlenkanone? Um das alles zu beenden, müssen wir die Handschellen entfernen. Dafür brauche ich nur den Schlüssel. Also wozu die Strahlenkanone? Roger, geben Sie mir die Schlüssel. Bist du verrückt geworden? Sie ist mit Handschellen schon unaufhaltbar. Wenn wir sie abnehmen, wird sie alles zerstören. Er hat recht. Hören Sie auf, so stur zu sein. Wenn Sie mir die Schlüssel nicht geben, hole ich sie mir. Dann verstoßen Sie auch gegen das Gesetz, Mademoiselle Ladybug. Leute, gebt mir Deckung. Angriff! Los! Halt!
mir noch gefehlt. Mehr Gegner? Quasi. Um Chilin zurückverwandeln zu können, müssen wir auch die Angriffe der Polizei beenden. Das ist mein Plan. Kataklysmus! Hier lang, Officier! Roger, welch Zufall, Sie hier zu treffen. Entschuldigung. Zerstörung öffentlichen Eigentums, Diebstahl polizeilicher Ausrüstung, kleine Katzenohren und Glocke. Ist für die Gerechtigkeit und das Allgemeinwohl. Später danken Sie mir noch. Wir stehen auf derselben Seite. Der Schlüssel zu unserem Problem. Chilin! Du schon wieder. Hier sind die Schlüssel. Siehst du? Ich halte meine Versprechen. Chilin, lass dich nicht reinlegen. Nimm dir ihr Miraculous. Nein, das wäre unfair. Nein! Lächerlich, äußerst lächerlich. Soll das ein Witz sein? Gina? Mama? Marinette, was ist mit Decalette? Keine Sorge, Tiki. Ich heb ein Stück für dich und die anderen auf. Buon compleanno, Marinette. Maman, Marinettes Geburtstag war erst vor ein paar Monaten und du warst da. Oh, dieses Jahr zieht einfach so vorüber. Wie kann ein Mensch nur so über den Wolken schweben? Geburtstag ist Geburtstag und Galettag ist Galettag. Ist doch egal, eine Party ist eine Party. Wir stecken Kerzen auf die Galette und Marinette kriegt ihr Geschenk früher. Das ist alles. Buon compleanno, Schätzchen. Eine wahre Schönheit, oder? Oh. 1800 Kubikzentimeter, zwei Zylinder. Von 0 auf 300 km/h in nur 5 Sekunden. Gina, Marinette ist gerade mal 14 Jahre alt. Sie wird auf gar keinen Fall mit diesem Ding fahren. Marinette! Und wieso nicht? Nichts ist so gut für meine kleine Fee. Tiki, was machst du da? Ich wollte nur mal kurz an dieser köstlichen Galette riechen. Da seid ihr ja. Ich wollte diese Galette gerade ins Wohnzimmer bringen, damit wir sie essen können als Familie, richtig? Ihr wollt es vielleicht nicht wahrhaben, aber Marinette ist keine kleine Ragazza mehr. Sie ist eine junge Frau und sie wird dieses Motorrad lieben. Unsinn! Marinette ist erwachsen, wenn sie 21 ist. Bis dahin ist sie ein Kind. Sie was anderes denken zu lassen, wäre eine falsche Erziehung. Ich denke, hört doch mal auf, euch schon wieder zu streiten. Ich kenne mein kleines Mädchen besser als jeder andere und ich finde dieses Motorrad viel zu gefährlich für sie. Hey, du hast recht, mein Sohn. Deine Mutter ist verantwortungslos und gefährlich. Das habe ich nicht gesagt. Und was weißt du über Marinette, du alter Muffel? Du hast sie in all den Jahren nicht einmal besucht. Ich kenne meine Enkeltochter, sie ist verantwortungsbewusst. So geht das einfach nicht. Was tust du denn da, Marinette? Gar nichts. Ist es jetzt nicht endlich Zeit, diese köstliche Galette zu essen? Alles klar, los geht's. Kommt schon, lecker, lecker. Ist die gut. Tom ist ein Helikoptervater. Genau wie es sein Vater bei ihm war. So geht das nun mal. Eltern beschützen ihre Kinder. Ich bin kein Helikoptervater. Doch, das bist du, Tom. Marinette ist kein kleines Mädchen mehr. Stimmt, also darf sie Motorrad fahren. Das habe ich nicht gesagt. Tiki verhält sich nicht normal. Wir haben ja versucht, dich zu warnen. Wenn das große Schleckermäulchen erstmal Heißhunger hat, gerät sie außer Kontrolle. Es gibt noch eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Tiki, verwandle mich. Das war knapp. Oh, was ist los? Ich verhungere. Oh oh! Marinette, hörst du nicht mehr dieselbe Melodie, wenn du Audria ansiehst? Ich finde, der Song klang Luca, wirklich gut. Dachtest du schon mal, dass du eine Person gut kennst und hast dann rausgefunden, dass sie eine geheime Seite hat, die du dir nie hättest vorstellen können? Ja. Und hat das deine Sichtweise auf die Person geändert? Hat sich plötzlich alles seltsam angefühlt, weil du sie gar nicht mehr richtig kennst? Nein, ganz im Gegenteil.
Nach dem Schock hat es mir geholfen, sie besser zu verstehen. Und jetzt mag ich sie so noch mehr. Entschuldige, ich muss kurz was trinken. Adrien, das Logimonster ist zurück. Wir treffen uns am Arc de Triomphe. Bin gleich da. Schnell, verwandle mich. Die üblichen Manöver, Milady. Zurückverwandeln. Okay, bis zum nächsten Mal, Milady. Warte! Ich bin jetzt soweit. Zurückverwandeln. Bitte sag etwas. Da du jetzt weißt, dass ich es bin, magst du mich sicher nicht mehr. Doch, ich habe nur gerade herausgefunden, dass eine meiner engsten Freundinnen die Person ist, die ich liebe und bewundere. Black? Wenn du wegen des Käses da bist, der ist da drüben. Bin ich nicht. Ich habe einen tollen Plan, um uns wieder zusammen... Nein, mein alter Honigtamm-Käse, gequetscht in frischen Ziegenkäse. Darum kümmern wir uns später. Ich schieb das mal auf deine momentane seelische Verfassung. Pass auf, ich habe Ladybug davon überzeugt, dass ich einen perfekten neuen Cat Noir gefunden habe. Und dieser neue Cat Noir bist du. Was sagst du zu deinem guten alten Kwami-Kumpel, von dem du dachtest, dass du ihn nie wieder siehst? Hey, du! Schluss mit der düsteren Miene. Du und ich sind wieder vereint, wie früher. Ich kann nicht einfach wie früher sein, Black. Wenn ich wieder Cat Noir wäre, würde Ladybug mich zurückweisen, immer und immer wieder. Ich verstehe das. Es ist schwer, mit den alten Käserändern weggeworfen zu werden. Aber ich rede nicht von dem Cat Noir, der du mal warst. Du wirst der neue Cat Noir! Warte, bis du siehst, wie brillant das ist. Nach der ganzen Zeit, die ich mit Ladybug verbracht habe, weiß ich genau, wonach sie sucht. Also kreieren du und ich einen maßgeschneiderten Cat Noir. So perfekt, dass sie versprochen, nie wieder vergessen wird, deine Hilfe anzufordern. Aber sobald ich mich in Cat Noir verwandle, weiß sie, dass ich es bin. Nein, denn wenn sich deine Persönlichkeit ändert, verändert sich auch dein Kostüm. Bis jetzt hast du nie darüber nachgedacht, wenn du dich in Cat Noir verwandelt hast. Es war natürlich und dabei rauskam dieser Cat Noir. Nicht der, den Ladybug möchte. Aber wenn du dich richtig konzentrierst, kannst du ein ganz anderer Cat Noir sein. Glaubst du das ehrlich? Ja, natürlich. Konzentrier dich. In Ordnung. Im Moment bist du wie ein frischer Quarkball, der noch nicht weiß, dass aus ihm was anderes werden kann als ein Camembert. Aber wenn du genau überlegst, was du tust, deine Rinde reifen lässt und die richtige Fermentierung wählst, kannst du jeder Käse sein, der du willst. Black, verwandle mich! Oh, verwandle mich zurück. Oh, okay, wir haben noch Arbeit vor uns. Ich war ein schlechter Kapitän. Ich habe vergessen, dass wir ein Team sind. Ich brauche euch alle, mehr denn je. Bist du dir sicher? Ich nämlich nicht. Du spielst klasse, Rooster Bolt, deswegen habe ich dich ausgewählt. Genauso wie euch andere. Spielen wir zusammen und bringen unsere individuellen Stärken geballt aufs Feld. Zusammen! Ladybugs Team ist zurück auf dem Feld mit einer 4-3-3-Formation und ganz neuem Mut. King Monkey steht frei. Da oben. King Monkey, schieß eine Flanke. Nach rechts zu Venteria. Du bist dran, Rooster Bolt. Du kannst kein Tor schießen, wenn du es nicht versuchst.
Die geänderte Strategie scheint sich auszuzahlen. Ihr Spiel ist geschmeidiger und koordinierter. Los, Team Miraculous! Es steht unentschieden und es bleiben nur noch 30 Sekunden. Ein schöner Rainbow Flick, perfekt ausgeführt von Ladybug. Nutz deine Kraft und schieß so doll du kannst. Widerstand. Das ist unglaublich. Es sieht so aus, als wäre Minotaurox jetzt immun gegen andere Kräfte. Meine Freunde, das ist mehr als ein Miraculous-mäßiges Comeback. Das ist ein Miraculada. Ladybugs Team hat gewonnen. Die Trophäe gehört uns. Nein, es ist noch längst nicht vorbei. Aber das ist nicht fair. Das ist mein Fußballspiel. Ich kann tun, was auch immer ich will. Ich bin die Super-Schurkin. Kataklysmus! Cat Noir wurde getroffen. In 5 Minuten verwandelt er sich zurück und zeigt seine wahre Identität. Es sei denn, unsere Helden schaffen es, einen Akuma in die Finger zu kriegen, der unerreichbar ist. Ah, ich liebe Sport für solch unvergleichliche Momente wie diesen. Designer Gabriel Agrest hat heute Morgen seine neue Werbekampagne vorgestellt. Ein ambitioniertes Projekt, das auf der ganzen Welt gefilmt wird. Also Marsch an die universelle Wahrheit der ersten Liebe. Lila repräsentiert Wahrheit? Wochenlang weit weg mit Adrien? Das ist der Weltuntergang! Marinette, du hast dir das schon 22 Mal angesehen. Du musst jetzt zur Schule. Ah, Schule! Heute ist Adrians letzter Tag und ich komme zu spät. Aber ich trage noch meinen Schlafanzug. Na los, alle auf die Plätze. Wer zu spät kommt, erklärt das dem Schuldirektor. Ich war überrascht, dass Gabriel Agrest mich auf Weltreise mit Adrien schickt. Stimmt, ich spreche fast jede Sprache auf der Welt, aber ich glaube, es war vor allem meine Ehrlichkeit, die sein Herz berührt hat. Du machst eine Weltreise, Kumpel. Bei der Entschuldigung ist es okay, dass du meinen Geburtstag verpasst. Schnell, Marinette! Adrien wirkt unglücklich und ich bin anscheinend die Einzige, die das sieht. Du siehst das, weil du ihn liebst, Marinette. Ich muss es ihm sagen, bevor er geht. Aber ich werde es wie immer vermasseln. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenne ich nicht. Wenn ich es jetzt nicht riskiere, kriege ich nie wieder die Chance. Schön gesagt, Marinette. Adrien! Ah, Mademoiselle Dupont-Cheng! Da du uns endlich mit deiner Anwesenheit beehrst, stellst du dich neben Adrien. Du ersetzt Lila, die uns soeben erklärt hat, sie leide an einer Ballphobie. Nein, warten Sie, ich fühle mich schon sehr viel besser. Oh nein, bei den Phobien meiner Schüler gehe ich kein Risiko ein. Hier, mein Kleiner. Du bist so mutig, dass du keine Angst vor Shadow Moth hast, aber damit denkst du trotzdem daran, vorsichtig zu sein. Danke, Ladybug. Tanken wir neue Kraft, bevor wir uns um die Senti-Monster kümmern. Risk wurde zwar besiegt, aber Ladybug muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Und ich bin schon gespannt zu sehen, welchen. Der Kampf ist noch nicht vorbei, Strike Back! Verwandle mich zurück! Danke nochmal, Adrien. Ich bring dich zurück zum Zug. Ich will nicht wieder in den Zug steigen. Ich will hier bleiben und mit dir kämpfen. Was ist mit deiner Reise? Willst du deinem Vater die Meinung sagen? Ja, du hast mir den Mut gegeben, den ich brauchte, Ladybug. Ich habe das Gefühl, mich hält nichts mehr auf. Darf ich vorstellen, Leute? Flair Midable, der neue Besitzer des Hunde-Miraculous. Oh, Cat Noir. Miraculous des Hundes, Miraculous der Katze. Witzig, oder? Zum Totlachen. Es freut mich, Cat Noir. Na los, schüttelt euch die Pfote. Ich wusste, ihr zwei würdet euch verstehen. Das ist die Magie der Miraculous. Sogar Hund und Katze sind friedlich zusammen. Ihr werdet ab jetzt viel Zeit miteinander verbringen, denn er gehört jetzt zum Team. Für immer. Bereit, Miraculous-Team? Wir können sie nicht angreifen, also stellen wir ihnen eine Falle, ohne unnötige Risiken. Rooster Bolt, du kannst deine Kraft wählen. Verleih dir die Macht, Dinge zu vervielfachen. Wir brauchen mehr Sonnenbrillen. Sublimation!
Als nächstes locken wir alle Sentimonster an denselben Ort. Carapace, du verhinderst mit einem Schild, dass sie fliehen können. Dann verwandle ich mich in Pegabug und öffne ein Portal, in das die Sentimonster reinfallen. Ein Portal wohin? Dahin, wo sie nie wieder jemandem wehtun können. Showtime, Leute!